Короче. Так, so. Ey Leute, was geht ab? Mein Name ist Vadik Junge von Ozboys und dieses Video ist eine kurze Erklärung zu der Situation, die gerade passiert. Wie ihr schon wahrscheinlich mitgekriegt habt, wurde unser Channel blockiert. Das heißt, wir dürfen 2 Wochen lang keine Videos hochladen. Das ist natürlich scheiße, aber es gibt noch mehr Scheiße. Und zwar, YouTube hat so einen Scheiß wie Strikes. Strikes ist so eine Verwarnung. Wenn dein Video nicht zu Richtlinien von YouTube passt, dann kriegst du diese Verwarnung. Wenn du 3 Stück bekommst, wird dein Channel zugemacht. Das heißt, scheiß auf diese ganze Arbeit, die du geleistet hast. Scheiß auf die Nächte, wo du Videos geschnitten hast. Das ist egal. Die machen das zu und es gibt gar keine Möglichkeit, das wiederherzustellen. Und es gibt keine Möglichkeit, den Channel dann zurückzubekommen. Scheiße. Und das Problem ist, unser Channel hat schon 2 Verwarnungen. Und das heißt noch eine Verwarnung und pisdets. Also unser Channel ist dann zu. Diese alle 2 Jahre, die wir gemacht haben, sind umsonst. Unser Anwalt hat uns Folgendes gesagt. Er meinte, Jungs, guckt eure alten Folgen durch. Guckt, ob ihr da problematische Momente habt. Wahrscheinlich nimmt ihr diese Momente raus. Und dann kann es alles weiter gut gehen. Aber was wir überlegt haben, nein, wir machen das nicht. Weil jede Folge hat diese problematischen Momente. Das hat damit zu tun, weil wir waren immer ehrlich zu euch. Wir haben unser Leben genauso gezeigt, wie das ist hier in Marzahn. Wir haben nichts schöner gemacht, wir haben nichts schlimmer gemacht. Das ist genau so, wie ihr in den Folgen seht. Genau so ist unser Leben. Und wir haben keinen Bock jetzt, extra wegen YouTube, unsere Folgen und unser Leben so ganz anders darzustellen. Es ist genau so, wie es ist. Die Leute reden hier so, die benutzen solche Worte. Die Kinder fangen hier an mit 12 zu saufen. Aber das ist so, das ist die Realität und diese Realität wollen wir nicht verstecken. Das ist, warum wir machen diese Folge, weil das Ziel war, einfach unser Leben zu zeigen. Was heißt das für uns? Kann sein, dass wir bald den 3. Strike kriegen und unser Channel wird zugemacht. Aber das ist kein Problem, weil diese 2 Jahre waren nicht umsonst, weil wir haben euch und das ist das Wichtigste. Deswegen kann sein, dass wenn in der Zukunft unser Channel wird zugemacht, werden wir sofort auf Insta schreiben, dass wir auf Ozboy Stories umziehen. Deswegen wichtig ist, dass ihr abonniert unser Insta und guckt Insta Stories. Da sieht man alle Ansagen. Und es ist wichtig, dass ihr auch diesen Channel, Ozboy Stories, abonniert, Glocke macht, damit ihr Benachrichtigungen bekommt. Dieses Channel ist auch geil, weil hier gibt es viele Kurzclips, die auch lustig sind. Das ist auch geile Unterstützung für uns. In der Zukunft haben wir folgenden Plan, falls Haupt-Ozboys Channel wird zugemacht, werden wir die Folgen hier zeigen, auf YouTube. Und manchen, die werden unzensiert sein, werden wir auf unserer Webseite hochladen. Das kommt alles mit der Zeit, deswegen ist ganz wichtig, dass ihr alle die letzten Nachrichten von uns seht. Deswegen guckt Insta-Stories, abonniert Insta, macht da auch Benachrichtigung und da werdet ihr immer die aktuellste Information sein. Und Leute, wir haben keine Angst vor YouTube. Das Wichtigste, wir haben euch, wir haben Ozboys Mafia, wir halten alle zusammen und wir wissen, dass wenn etwas passiert, wenn wir zugemacht werden, dann zieht ihr mit uns zusammen und das ist schon mal gut zu wissen, das ist ein gutes Gefühl, deswegen wir werden weitermachen und egal wer uns meldet, scheiß drauf, wir machen unsere Folgen weiter, Alter. Ciao.